So, meine lieben Freunde, herzlich. Jetzt habe ich die Zeit noch runtergeworfen. So, auch gut. Herzlich willkommen zurück zu Mega Man. Ich weiß nicht, wie wir Planten besiegen. Aber ich möchte vorher noch andeuten, wenn zum Beispiel mal so ein Pusten im Mikrofon, ja, so wie gerade eben, wenn sowas mal sein sollte, dann sind mir bitte nicht böse, denn ich habe meinen Pop-Filter noch nicht. Ich habe dieses Pop jetzt. Ich habe dieses Pop jetzt so ausgesprochen. Ich habe mich einfach zur Seite weggedreht. Seid mir bitte nicht so böse, wenn dann dieses Poppen, also dieses, wenn ich dann so ins Mikrofon aus Versehen reinpuste. Also das ist natürlich nicht böse gemeint oder so, sondern mir fehlt einfach der Popschutz. So, aber genug geredet. Ich habe einen Plan. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Und heute möglichst auch ausführen. Und zwar war der Plan, wir besiegen einfach Plantman. Egal wie, wir machen das. Oh, kacke. Egal wie, wir besiegen Plantman. Das schaffen wir. Natürlich sind wir cool. Wir sind Mega Man. Wir schaffen das. Plantman, du bist sterben. Oh, und der schafft es wohl nicht mehr, allein hier hochzukommen. Bom. Sehr schön. Ich spiele immer noch auf ein Gamepad. Naja, also ich spiele nur auf ein Gamepad eigentlich. Was war das denn? Da war das Sprite auf einmal weg. Nicht schlecht. Sprite. Ich habe übrigens auch DayZ geholt. Ich wollte auch mal ein paar Videos machen, wie ich mit meinem Bruder zocke. Oder halt auch beziehungsweise alleine zocke. Erstmal gucken, ob mein Bruder dazu Lust hat. Und ich muss schauen, ob mein Computer es in der Aufnahme packt. Denn er packt es auch so kaum, weil mein Prozessor einfach noch zu schlecht ist. Kacke. Und ich dachte schon, ich schaffe das hier unversehrt. Aber mein Prozessor ist einfach zu schlecht. Also ich brauche das nächste, was ich an meinem Computer verbessere, ist ein neuer Prozessor. Oh, ich habe gerade überhaupt nicht darauf geachtet, dass hier ein Gegner ist. Aber ich habe ihn trotzdem weggebasht, ohne Schaden zu bekommen. Ja, so. Hup. Nein. Oh, das war knapp. Okay, sehr schön. Sehr schön. Okay, sehr. Nein. Ja. Das war ein sehr guter Angriff. Alles klar. Der war sehr schön. Kacke. Okay, er hat mich einmal getroffen. Los jetzt! Bang! Peng. Ich habe einen Plan. Habe ich das schon gesagt? Ich habe einen Plan. Ich mache das gar nicht mehr so nach Plan. Also ich mache das gar nicht mehr so wie sonst immer auch. Ich wasche hier gerade einfach so durch. YOLO. Boah, diese blöden Käfer, ne? Die regen richtig auf. Yeah. Okay. Warte jetzt sofort jetzt aber nochmal. Ich hätte zwar springen können, aber lieber warte ich und sterbe nicht, anstatt dass ich nicht warte und dann einfach drauf gehe. Okay, jetzt kommt hier wieder einer. Sehr schön. Ich hoffe, dass diese Höhe ausreichen wird. So, es hat ausgereicht. Sehr schön. Nein. Oh. Oh, sehr schön. Es war wunderschön. Man beachte, wie gut ich das einfach hier alles meister. Oh. Das war allerdings jetzt nicht so das Beste. Los. Perfekt. Alles im ersten Leben. Wir haben nur diesen so einen Strich wegbekommen. Und jetzt machen wir Plantman fertig, weil ich einen Plan habe. Und ich schwöre. Also der Natinator aus meinem Team, der hat 40 Euro darauf gesetzt, dass ich verkacke. Und der liebe Ainsley aus meinem Team hat 20 Euro drauf gesetzt, dass ich verkacke. Ja. Ihr werdet beide verlieren. Denn ich werde nicht verkacken. Ich werde hochhaus gewinnen. Nein. Oh, Leute, ihr seht, ich gewinne hochhaus. Ah, sowas ist fies, wenn er sich einfach dahin stellt.
Ah, jetzt habe ich vergessen zu springen. Ich werde wohl doch nicht hoch raus gewinnen. Doch! Und ob ich hoch raus gewinne? Das, den Sieg macht er mir nicht kaputt. Niemals. Nein! Nein! Ich werde hoch raus gewinnen, Leute. Nein! Unsere Kraft! Nein! Nein! Einfach nein! Er brauchte nur noch ein... Er brauchte einfach nur noch einen fucking Treffer. Scheiße! Aber... Ich habe noch Leben und außerdem habe ich ja noch den zweiten Versuch. Und ich schwöre euch, er brauchte noch einen fucking Treffer. Ich war einfach... Boah, nee! Bam! In die Fresse! Push! Oh nee, der hat mich nicht getroffen. Okay, los. Push in die Fresse. Zur Not können wir es auch so machen. Push in die Fresse. Nein, ich habe einfach nicht getroffen. Kacke. Push. Ja, was war das denn jetzt? Der bewegt sich doch normalerweise gar nicht normal. Der springt sofort. Wieso, seit wann springt er denn so normal? Seit wann macht er sowas denn? Und dann hat schon wieder sich hier bewegt. Einfach. So total asozial. Das hat er bis jetzt nie gemacht. Warum macht er das? Das hat er bis jetzt noch nie gemacht, Mann. So ein Scheiß hat er bis jetzt noch nie gemacht. Noch nie. Alter. Im zweiten Versuch mache ich den platt, ich sag's euch. Es fehlt gerade einfach nur noch einen fucking Balken. Ne, zwei fucking Balken fehlten. Im vierten einfach nur noch zwei fucking Scheißbalken. Und die hätte ich ihm noch abziehen können, wenn er nicht einfach direkt in mich reingerannt wäre, wie gerade eben jetzt schon wieder. Wieso rennt er einfach immer in mich rein? Das ist doch richtig unfair. Okay, sehr schön. Oh, das war ein Hardcore-Treffer. Oh, der auch. Sehr schön. Ey, der rennt einfach immer in mich rein. Wenn er in mich rein rennt, dann kann ich nicht ausweichen, ne? Das ist euch klar. Wenn er in mich rein rennt, dann kann ich nicht ausweichen. Das ist richtig scheiße einfach. Leute. Ich habe gesagt, ich heiße Adolf. Ich werde nicht Adolf heißen. Nie im Leben. Ich werde nicht Adolf heißen. Ich werde ihn heute noch plätten. Fuck off. Ich werde auf jeden Fall heute nicht mehr Adolf heißen. Nicht heute. Und ich werde heute auch keinen AIDS bekommen. Boah, Alter. Bin ich irgendwie scheiße? Hä? Nein. Wie spiele ich denn gerade, bitte? Alter, aber wie viel Schaden ich den einfach schon gemacht habe. Jetzt muss es einfach so weitergehen und ich schaffe den noch. Nein, natürlich nicht. Okay, doch. Ach, nein. Bin ich irgendwie scheiße? Ich treffe ihn einfach nicht. Okay, zweiter Versuch. Das Level mache ich noch. Ich schwör's euch, ey. Das könnt ihr nicht. Mich macht keiner kaputt. Nicht mal so eine hässliche Tunte. Das letzte Mal habe ich mich entschuldigt, aber jetzt geht's. Das geht zu weit. Das geht einfach zu weit. Nee. Was? Bin ich behindert? Ja. Und das geht echt zu weit. Von so einem pflanzenwerfenden Pisser, lass ich mir nicht sagen, das kann ich. Das sage ich euch. Damn. Nur weil der Pisser Pflanzen werfen kann, ist es nicht, dass er gewinnt. Aber wieder einfach immer. Das Spiel ist einfach so fucking scheiße programmiert, ne? Er springt einfach immer in mich rein. Gib mir einen Energy Tank, dann schaffe ich es auf jeden Fall. Boah, Alter.
Chili Willi ist überhaupt nicht Chili. Boah, Alter, wie ich einfach den Schüssen nicht ausweichen kann. Weil Mega Man einfach zu hoch springt. Ich springe. Ich drücke noch einmal drauf. Das ist schon zu hoch. Auf, Alter. Das Level ist doch das einfachste hier. Das war bis jetzt mein Lieblingslevel. Ich krieg gerade Leben drauf und verkack's einfach, weil ich nicht schaffe, hoch genug zu springen, ey. Das war am Anfang, als ich das Spiel zum ersten Mal angezeigt habe, war das einfach mein Lieblingslevel. Und dieser Plantman ist aber richtig behindert. Alter, wie ich gleich einfach tot bin. Ich dachte, ich hätte einfach Pech, ne? Ich dachte, ich hätte einfach Pech, als ich das ausprobiert habe, das Level. Dass ich einfach Pech hatte, dass ich Plantman nicht besiegt habe. Und ich dachte auch, Plantman muss man ganz so, kann man einfach so umhauen. Aber dem ist nicht so. Ihr seht ja, wie ich hier einfach an so einer hässlichen Transe verscheiße. Boah, Alter. Was ist da los? Nicht mit mir, Käfer. Energie. Okay, hüpf. Und hoch. Sehr schön. Kann sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen wenig rede, aber ich bin einfach höchst konzentriert. Ich gebe erst Ruhe, sobald der scheiß Piranha hier tot ist. Und dann war das einfach knapp. Boah, Alter, bin ich scheiße. Oh je. Shingeki no Kyojin. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Boah, nee. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich höre, Leute, wie viel Leben haben wir? 3. Ich hau mir jetzt einfach so von. Ich mach den kaputt. Obwohl. Jeder Lebensbalken zählt. Das heißt, ich versuche ihn erst so und im nächsten Leben, wenn ich wieder volles Leben habe, dann mache ich mit Feuer. Dann gehe ich mit Feuer drauf. Ich gehe gerade so ein bisschen zur Seite, weil ich habe Angst, dass ich übersteuere, was ich vorhin schon ziemlich oft gemacht habe, als ich einfach ausgerostet bin. Was war das denn jetzt, Alter? Boah, Alter. Transe, Transe, Transe. Nein! Okay, ich habe jetzt nicht extra scheiße gespielt, sondern es ist einfach so passiert. Aber was soll's. So, mein Lieber. Du wirst auf jeden Fall sterben. Das kann ich dir verraten. Das sag ich dir einfach. Ne? Ja. Ich sag dir, du wirst sterben. Aber nicht so, wenn er ständig in mich reinspringt. Dann kann er nicht sterben, ey. Sehr schön. Bleib so. Bleib bloß so, ey. Sollte mich, glaube ich, nicht immer so voreilig bewegen, dann klappt das auch. Sehr schön. Nein! Nein! Wie ist das denn jetzt passiert? Das darf nicht sein. Komm, wir machen mit Power weiter. Nein, das darf nicht sein. Unsere Kraft ist einfach leer. Scheiße. Das ist jetzt nicht passiert. Nein. Nein. Wenn man aufgeben könnte, würde ich jetzt sofort aufgeben. Nein. Wie ist das denn passiert? Wieso war unsere Power auf einmal so schnell leer? Nein.
Mir ist mein Herz drunter gefallen. Verfickte Scheiße. Gehe ich nicht an. System. Reset. So, gehe ich nicht an. Ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns. Ja, Leute. Also, ich habe jetzt geschnitten und bin hier wieder gestartet. Und ich habe einfach vom ersten Gegner, den ich umgebracht habe, ein Level bekommen. Ja, richtig geil. Jetzt habe ich 4 Levels. Ich hätte auch ein Level bekommen. Ich hätte auch noch ein Leben bekommen, ne? Noch eins von dem Piranha, der hier gerade war. Aber fuck off, Alter. Das Level ist runter. Das Leben ist runtergefallen. Wieso sag ich immer ein Level? So. Bleib mal, du hässliche Tunte. Du wirst jetzt auf jeden Fall verkacken, weil du scheiße bist. Ja? Hast du gehört? Weil du scheiße bist. Weil du scheiße bist, wirst du verkacken, Herr Plantman. Weil du scheiße bist, hast du gehört? Ich finde dich scheiße. Hast du mich gehört? Du hast mich schon richtig verstanden, ne? Ich finde dich scheiße. Und das ist der Grund, warum du verkacken wirst. Weil du scheiße bist, ja? Nein. Ja, hast du gehört? Weil du scheiße bist. Deswegen wirst du verkacken. Und ich mache diese Aufnahme so lange, bis ich Plantman besiegt habe. Und wenn es sein muss, auch auf ewig. Hast du gehört, Plantman? Du bist scheiße. Nein, nur noch. Er braucht nur noch einen Treffer. Ja! 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 Ich hab's einfach. Guck mein Leben an. Das war der bisher schwerste Boss, egal wo ich mich beschwert habe. Alter! Boah, jetzt sehe ich aus wie so ein Schwuler mit dem... So, was kann ich machen? Und was bringt mir das? Rush Jet Adapter? Oh, fuck. Den schreibe ich mir jetzt auf. Scheiße. Wo ist mein Stift? Fuck. Okay. Ich habe keinen freien Zettel mehr. Sonne. Okay, ich habe ja einen Zettel. Da, ne, scheiße, darauf habe ich Nebenrechnung für ins Spiel gemacht. Fuck. Okay, ich muss jetzt einfach hier hinten drauf. So, was ist es? B. B 1 und 6. C 3. E 6. F 4. Nochmal überprüfen, Alter. Okay, B 1 und 6. Ja, schon falsch. B 2 und 6. Ich bin so ein Spasti. B 2 und 6. C 3. E 6. F 4. Okay, das ist alles richtig. Ja, Mann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe diesen Pisser, diesen scheiß Tunter endlich abgefuckt und gefickt und in den Arsch gebumst und ins andere Universum Baller. Leute, ihr könnt schon mal 60 Euro herrücken, einmal 20 von Ain Zero und vom Leben Natinator 40. Ich hätte gern 60 Euro, Leute. Nate, Roland, Nate, wir sehen uns sowieso noch. Wir wohnen ja fast im selben Örtchen. Und Enzilo, du schickst mir das dann einfach per Post drüber. Na? Ja. Die Folge hat zwar etwas länger gedauert, aber wir haben diese behinderte Scheiß-Tante umgehauen. Und ich werde mir einen Popfilter bestellen. Das verspreche ich euch. Okay. Ich wünsche euch noch einen monstermäßigen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir besiegen Yamato Man von Rei Ichikawa. Ihr wisst Bescheid. Ciao. Wir sehen uns. Ciao. Wir sehen uns wirklich. Ciao. Ich bin behindert. Das wissen zwar viele, aber ich sag's nochmal. Ich bin behindert.